Es ist der 11.11. und deswegen ein dreifach kräftiges, heißt das, glaube ich. Alaaf und Helau nach Köln und Düsseldorf und Mainz und wo man sonst noch so Karneval feiert. Karneval ist losgegangen im Rheinland. Wir haben trotzdem die wichtigsten Tech-Themen für euch. Das ist Berlin, das ist GigaTech, ich bin Amir, das ist TechTäglich vom 11.11. Ich sagte gerade schon, Karneval losgegangen, deswegen hier so ein bisschen Karnevalsstimmung bei mir am Tisch. Es gab heute auch, und da gingen die größten Diskussionen drum, Krapfen Berliner, Pfannkuchen oder wie man das sonst noch so in der Republik nennt. Hier in Berlin sagt man ja natürlich nicht Berliner, wir essen uns ja nicht selber, sondern Pfannkuchen, was aber in anderen Regionen Eierkuchen sind. Und so kann man das ewig weiterführen. Genug vom Kulinarischen, kommen wir zu den Tech-Themen des Tages. Gestern gab es eine Meldung, die hatte Marco euch erzählt. Und zwar, es gibt ein WhatsApp-Video, das das iPhone kaputt macht, wenn man es abspielt. Klingt so ein bisschen wie The Ring, ohne dass man da selber umgebracht wird. Aber das iPhone geht halt kaputt. Wir haben das jetzt mal ausprobiert. Und tatsächlich zwingt dieses Video euer iPhone in die Knie. Es gibt ein Video, da könnt ihr euch das genau anschauen, was bei uns passiert ist. Aktueller Kenntnisstand von uns ist, das iPhone ist tatsächlich für 10, 15 Minuten komplett außer Gefecht gesetzt. Wir wissen nicht, was genau passiert. Wir gehen davon aus, dass da irgendwie ein Fehler in der Codierung dieses Videos dazu führt, dass der Prozessor auf Höchstleistung geht und irgendwann abschaltet halt. Also, ihr könnt das insofern ausprobieren, als dass das Gerät nicht dauerhaft kaputt ist, aber ohne Garantie, weil so eine Überbelastung des Prozessors natürlich auch dazu führen kann, dass es gleich beim ersten Mal kaputt geht. Auf jeden Fall ist es nicht förderlich für euren Prozessor. Also haltet lieber, nehmt lieber Abstand davon, dieses Video wirklich abzuspielen auf eurem Gerät. Guckt euch stattdessen das Video, das wir für euch gemacht haben, wagemutig wie wir sind, an. So, WhatsApp. WhatsApp bekommt demnächst 2-Faktor-Authentifizierung. Das ist ja eine Art Sicherheitsauthentifizierung, die Google zum Beispiel schon länger hat. Das heißt, ihr authentifiziert euch direkt auf WhatsApp und dann wird irgendwie eine SMS zum Beispiel erstmal an ein anderes Gerät geschickt oder ihr kriegt irgendwo anders eine E-Mail, so damit sichergestellt ist, ihr seid wirklich im Besitz beider dieser Geräte, die dafür notwendig sind. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen sicherer. Und tolle Nachricht auch, das alles lässt sich schon aktuell in der Beta-Version für Android und Windows Phone nachvollziehen. WhatsApp kann auch bald Audio im Hintergrund abspielen. Das ist für mich toll, weil der Kollege Frank mir ganz oft sehr, sehr lange Audio-Nachrichten schickt und ich dann in der Zeit nichts machen kann, als diese WhatsApp-Nachricht mir anzugucken. Und jetzt könnte ich WhatsApp dann einfach in den Hintergrund machen, mir irgendwie laut auf YouTube ein Video angucken und muss dann Frank nicht 5 Minuten zuhören. Sehr praktisch, kommt also bald in WhatsApp. Dann, wo wir gerade von Frank reden, der hat sich Google Daydream angeschaut. Ich wollte jetzt eigentlich eins auf dem Tisch haben, habe ich jetzt vergessen. Das ist dieses bessere Cardboard, also diese VR-Brille von Google, die sie speziell jetzt auch mit dem Pixel, fürs Pixel entwickelt haben, soll natürlich später auch mit anderen Android 7-Geräten funktionieren und soll diese interne VR-Software Daydream unterstützen. Frank hat das ausprobiert, war jetzt nicht so begeistert, weil er meinte, das Ding saß nicht so super bequem, es riecht komisch und das, was Daydream selbst... Ach, guck mal, da kommt er. So sieht das jetzt aus. Und ist halt so hier mit Stoff, den Stoff kann man wohl auch abmachen und waschen dann. Und hier vorne, nee, doch nicht. Hier vorne klemmt dann eben so wie bei Cardboard das Telefon drin. Und hier gibt es noch eine Fernbedienung. Das ist tatsächlich ganz praktisch, weil man kann dann in der Virtual Reality mit der Fernbedienung so rumsteuern. Bringt aber auch nicht so viel, ne? Und sieht auch einfach direkt aus. Ja, sieht der direkt aus. Wobei geil ist natürlich, dass man so wie bei Oculus oder so, man kann dann in dem Ding, sieht man dann so seine Hand mit der Fernbedienung. Dann kann man auch mal gucken, wo die Knöpfe sind. Also ich habe es auch ausprobiert. Die Experience hat mich jetzt auch nicht so gerockt. Aber das liegt vielleicht auch an dem immer noch nicht so weit fortgeschrittenen Stadium der VR im Allgemeinen. Den ganzen Testbericht lest ihr auf giga.de. Und dann geht es weiter mit Brillen, und zwar Snapchat. Ist ja eine App, die ich neulich tatsächlich mal ausprobiert habe. Manch einer erinnert sich vielleicht. Marco und ich sind nach Wien gefahren. Ich habe mir extra dafür Snapchat installiert, um unser romantisches Wochenende in Wien ein bisschen zu dokumentieren. Hat mir nur so 2 Tage Spaß gemacht, dann nicht mehr, habe ich wieder deinstalliert. Offensichtlich ist es aber trotzdem bei anderen Leuten eine beliebte App, die auch weiterhin viel benutzt wird. Ein Massenphänomen, könnte man sagen. Und jetzt gibt es diese Snapchat-Brille Spectacles, heißt die. Mit der kann man wohl auf Knopfdruck mit der Brille 20-sekündige Clips aus der eigenen Perspektive aufnehmen. Die wird jetzt an solchen Automaten, die wie Minions aussehen, verteilt. Ich verstehe das alles nicht so ganz, weil ich kein Millennial bin. Deswegen lest euch den Artikel auf giga.de/tech durch. Und dann habe ich noch einen Deal-Tipp nicht, aber da könnt ihr vielleicht Schnäppchen heute Nacht machen. Und zwar in China gibt es, lacht jetzt nicht, das ist so, seit 2009 am 11.11., weil die kein Karneval haben, haben die sich was anderes überlegt, gibt es den Single Day. Das ist ein Shopping-Festival. Also da eigentlich soll so Singles, die halt niemanden zum Kuscheln haben, die sollen stattdessen shoppen gehen. Und Mediamarkt holt den jetzt auch nach Deutschland. Das heißt, heute ab 20 Uhr könnt ihr 11 Stunden lang, also bis morgen früh um 7,
11 Produkte anscheinend zu Hammerpreisen erwerben. Wir wissen noch nicht, was das für Produkte sind, das hat Mediamarkt nicht gesagt. Also guckt einfach ab 20 Uhr bei denen auf die Seite. Link dazu findet ihr bei uns im Artikel auf giga.de/tech ist das, glaube ich, auch. Also giga.de, dann wird der schon angezeigt, dann findet ihr den da. Ja, das waren die Themen des heutigen 11.11. Nochmal, helau, alaaf und an euch ein wunderschönes Wochenende. Und hier, wie heißt das mit dem Küsschen? Bützgen.